Guten Morgen! Hallo und herzlich willkommen! In diesem Lernvideo zeige ich euch heute, wie man mit Spraydosen Sterne sprühen kann. Ich will gar nicht lang rumreden, los geht's! Im Prinzip brauchen wir für die Sterne nur eine Farbe, und zwar weiß oder je nachdem, in welcher Farbe ihr die Sterne haben wollt. Ich verwende hier Snow White von den Montana Black Dosen mit einem Skinny Cap von den Montana Gold Dosen, der Standard Cap. Für die ganz normalen Standardsterne braucht ihr nur weiß. Falls ihr ein bisschen fortgeschrittene Sterne haben wollt, könnt ihr auch noch andere Farben hinzufügen. Die zweite Variante mit den Farben zeige ich euch aber am Ende vom Video. Zurück zu den Standardsternen. Was braucht ihr noch zum Sprühen der Sterne? Irgendeinen geraden Gegenstand, mit dem ihr quasi dann auf die Leinwand die Sterne in Form bringen könnt. Ich verwende hier ein ganz normales Kartonstück. Und natürlich eine Leinwand bzw. ein Blatt Papier oder eine Wand, wo ihr die Sterne drauf macht. Aber ich denke, das ist selbstverständlich. Der erste ganz wichtige Schritt ist, dass mal die Leinwand bzw. das Bild unterbei ganz trocken ist, damit wir dann nicht das Bild zerstören, wenn wir mit unserer Vorlage das Bild berühren. Wir fangen an, das Stück senkrecht auf die Unterlage anzulegen und sprühen dann mit der weißen Farbe nur ganz zart auf das Kartonstück rauf und nicht direkt auf die Wand. Wir wollen nur, dass ein bisschen Farbe auf die Leinwand raufkommt. Also, drauflegen, hier ein kleines Stück auf den Karton raufsprühen und dadurch entsteht mal ein sanfter Strich. Genau das gleiche machen wir 90 Grad weitergedreht. Noch einmal. So, jetzt haben wir schon eine Sternform. Um das Ganze etwas schöner zu gestalten, sprühen wir jetzt in die Mitte vom Stern, auch wieder mit dem Skinny Cap, einen kleinen Punkt. Und fertig ist auch schon der Stern. Wie ihr seht, es geht sehr schnell und ganz leicht. Wichtig ist immer nur, wie ihr seht, sprüht wirklich etwas höher auf die Vorlage und nicht direkt auf die Leinwand. Jetzt zeige ich euch eine Variante, die ein bisschen mehr hermacht und auch sehr einfach ist zum selber machen. Diesmal fangen wir mit gelber Farbe an. Wir sprühen hier erst einen gelben Schein hin. Lassen diesen trocknen, wechseln wieder auf die weiße Farbe und machen jetzt genau dasselbe wie vom ersten Stern, dass wir diesen Lichtpunkt mal aufsprühen. Wieder schön trocknen lassen, drauflegen, sprühen. In die Mitte von dem Stern jetzt wieder einen weißen Punkt und fertig ist der zweite Stern mit einem leichten gelben Schimmer. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal ein letztes Mal mit blauen Schimmer. Erst blau aufsprühen, einen Schimmer sprühen, zurück auf die weiße Farbe wechseln, trocknen lassen, den Karton anlegen und hier raufsprühen. 1, 2, 3, 4 und in die Mitte vom Stern einen weißen Punkt. Wie ihr seht, so könnt ihr ganz schnell und einfach schön leuchtende Sterne sprühen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich konnte euch helfen. Abonniert bitte den Kanal, damit ich wachsen kann. Like das Video und kommentiert unbedingt. Also, bis bald, euer Rocks.